Es ist Herbst. Die Maisernte hat begonnen. Auch die vier Häckselketten des Zevener Lohnunternehmens Fritz Simos sind jetzt im Dauereinsatz. Gerade in der Maisernte setzt das Unternehmen mit seinen 10 Festangestellten und 10 Aushilfen auf Schlagkraft. Für die sorgt vor allem das Flaggschiff in der Simos Häckslerflotte, ein Krone Big X 1100. Seine Leistung schöpft der Feldhäcksler aus einem V12-Motor von MAN. Mit seinen 24 Litern Hubraum liefert das Aggregat zertifizierte 1110 PS. Das Häckselaggregat mit seinen 36 Messern bietet dem Lohnunternehmen zudem maximale Flexibilität. Es häckselt den Mais auf einer Länge von 3 bis 17 mm und wird damit den allermeisten Anforderungen gerecht. Um auch im weiteren Verlauf des Gutflusses maximale Leistungen zu erzielen, ist der Big X 1100 von LU Simos mit einem Scheibencracker ausgestattet. Der Blick des Fahrers Matthias Both ist konzentriert auf den Einzug der Maispflanzen gerichtet. Geschnitten werden sie mit einem 12-reihigen Easy Collect Gebiss. Der Vorsatz schneidet die Pflanzen scherenartig mit einer Kombination aus feststehenden Stufenmessern und umlaufenden Schneidmessern. Dass LU Simos auf eine so leistungsstarke Maschine setzt, hat in erster Linie mit den sehr hohen Anforderungen seiner Kunden zu tun, die Biogasanlagen betreiben. Von den rund 3000 Hektar Mais, die das Lohnunternehmen jedes Jahr häckselt, sind 2/3 für Biogasanlagen bestimmt. Um die Ernte möglichst schnell unter Folie zu bekommen, wurden von den Biogasanlagenbetreibern sogar 2 Häckselketten gleichzeitig angefordert. Das sei, so Fritz Simos, abstimmungstechnisch jedoch nur schwer zu realisieren. Aus diesem Grund hat er sich 2012 entschlossen, in einen Big X 1100 zu investieren. Eine Entscheidung, die der Lohnunternehmer nie bereut hat. Im direkten Vergleich hat er den Leistungsboliden gegen einen Big X 700 antreten lassen. Ein Aufeinandertreffen, das der Big X 1100 deutlich für sich entschieden hat. Die hohen Flächenleistungen setzen den Verschleißteilen der Maschine natürlich zu und machen regelmäßige Kontrollen der Messer erforderlich. Nachdem die Maschine zurück in der Halle ist, begutachten Matthias Both und Klaus Otten den Vorsatz der Maschine. 3 Zähne des Schneidwerks sind durch einen Stein beschädigt worden und müssen getauscht werden. Kein Problem, die Messer liegen auf Lager. Anschließend checkt Matthias noch den Ölstand, dann ist sein Big X 1100 wieder für den kommenden Tag einsatzbereit.